Hallo Leute, ich bin Legendkiller und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch ein paar Einweg-Smokes auf Dust 2 zeigen. Und wir fangen hier mit einer B-Smoke an. Wenn ihr hier B-Tunnels kommt, stellt ihr euch am besten hier links in die Ecke und wartet erstmal ab, da die meisten CTs hier auch diesen Tunnel hier smoken werden, diesen Bereich. Oder wartet einfach darauf ab, dass jemand pusht. Und dann sagt ihr am besten mal, ein Teammate soll euch Cover geben. Und dann packt ihr eure Smoke-Granate aus und ihr seht ja hier die Kiste, die hat so einen Schatten. Ich weiß halt nicht, wie gut man das halt auf der Aufnahme und auf YouTube sieht, aber wenn ihr in-game seht, in-game seid, müsstet ihr den Schatten sehen können. Dann geht ihr unten links am Rand vom Schatten und wirft dann die Smoke. Die ploppt dann so auf, dass hier links in der Ecke ein kleiner Weg frei ist und da hinten könnt ihr dann den Kopf von dem Gegner sehen, der dahinter der Kiste gammelt und könnt ihn somit ausschalten. Und wenn jetzt hier ein Bot auf der Kiste steht, dann, Moment. Könnt ihr denn auch sehen, sobald die Smoke halt ein bisschen weg ist. Also wie gesagt, hier einfach in die Ecke rein, bis man sich nicht mehr bewegen kann. Dann hier auf dem Schatten von der Kiste möglichst unten weit, unten links, dann die Smoke werfen. Wenn ihr euch dann hier hinstellt, könnt ihr das up-aimen. Und wenn die Smoke ein bisschen weggeht, könnt ihr auch die Kiste hier ein bisschen up-aimen. Und dann seht ihr da den Bot. Ich weiß halt nicht, wie gut das auf YouTube zu sehen ist, aber glaubt mir, das funktioniert. Ich werde das euch jetzt von der anderen Seite nochmal zeigen. So, gucken wir mal von der anderen Seite. Wir platzieren uns hier mal einen Bot. Dann gehen wir hier wieder in unsere Ecke rein. Wie gesagt, unten links am Schatten werfen die Smoke. Fliegen dann hier rüber. Und ihr könnt, wie gesagt, man kann hier nichts sehen. Erst wenn die Smoke ein bisschen weggegangen ist, aber naja. Dann seid ihr schon längst oder habt ihr schon längst einen Headshot sitzen. Und gucken wir mal, warten, bis die Smoke weggeht. Ne, die Smoke dann nochmal wirft. Und wenn die Leute dann hier halt draufstehen, seht ihr, ihr könnt da. Ja gut, wenn man es weiß, sieht man da so ein kleines Stück vom Fuß, aber gut. Wenn man die Smoke kennt, wie gesagt, dann wird euch da wahrscheinlich einer viel feiern. Aber ansonsten, wenn die Gegner die Smokes nicht kennen, sollte das ein sicherer Kill sein. So, kommen wir zur zweiten Terrorist B-Smoke. Ihr geht wieder in die gleiche Ecke und diesmal zählt ihr da hinten, Moment, hier diese Spitze von diesem oberen Torbogen. Müsst ihr kurz über diese Spitze drüber ziehen und dann die Smoke-Granate werfen. Die kommt dann hier auf. Wenn ihr dann rausgeht und euch hier links in die Ecke stellt, könnt ihr hier durch diesen kleinen Schlitz durchaimen, könnt dann die Kisten hinten oder oben abaimen und ja, dann könnt ihr euren ersten Peak holen und eure Kollegen können dann eventuell rausflashen und dann hier an der Seite mal versuchen einen zu picken. Ist auch eine schöne Smoke. Und naja, ziehen wir uns mal hier den Bot. Smoke! Ne, also, wie ihr seht, da erkennt man nichts, wie das hier aussieht. Ja, wenn da einer rauspusht rechts, ist natürlich hier die Awe im Vorteil. Aber wie gesagt, ihr könnt ja die beiden Smokes kombinieren. Ihr werft erst die erste Smoke da hinten, zielt hier die Kisten ab, dann die Smoke hier und könnt dann da hinten den Spot abzielen. Müsst natürlich vorher wahrscheinlich auch drauf achten, da oben einer steht. Wenn ihr dann hier die Smoke geworfen habt. Ihr wisst ja, da hinten ist keiner. Da müsst ihr gucken, vielleicht hier irgendwo ein Molly oder so hinwerfen. Da müsst ihr halt noch gucken, ob da oben keiner steht. Ansonsten hier ab in die Ecke. So. Kommen wir zu einer weiteren CT-Smoke für B. Dafür springt ihr einfach auf das Auto und dann einfach mit Rechtsklick die Smoke-Granate fallen lassen. Die wird so aufploppen, dass ihr hier unten drunter gucken könnt. Und ja, sobald da jemand rauskommt, könnt ihr den dann pieken. Und könnt auch hier auf Spot gucken, überall hingucken. Ihr könnt die Gegner hier gut sehen oder zumindest die Füße erkennen. Die Gegner können euch da nur schwer oder fast gar nicht erkennen. So, gucken wir uns das Ganze mal von der anderen Seite an. Wir springen hier auf das Autodach, am besten hinbücken, dann Rechtsklick machen, dass die auf dem Dach liegen bleibt. Und wenn die dann hier rausgewascht kommen und hier den ganzen Spot abchecken, dann gucken die Cars und dann, naja. Wie ihr sehen könnt, sieht man den Bot. Wenn man weiß, da ist einer, dann sieht man den. Aber wenn ihr euch hier halt hier so hinstellt, dass ihr genau auf diesem
ja, Heckscheibe, Scheibendingens, wo normalerweise halt die Heckscheibe wäre, also hier ungefähr in dem Bereich hinstellt, dann sollte das nicht so auffallen, wenn die Leute, vor allem wenn die Smoke nicht kennen, die werden dann hier um die Ecke kommen, alles abchecken, gucken, also ihr seht da nichts, könnt euch hier bücken, wenn man hier gebückt so um die Ecke kommt, seht ihr, also ich würde denken, das ist immer noch ein Teil vom Auto, aber da steht der Bot. So, diesmal kommen wir mal zu einer CT-Smoke, und zwar zu einer CT-Mitte-Smoke. Und zwar müsst ihr euch am besten hier schön vorbeischleichen und dann geht ihr hier in diese Ecke rein. Und jetzt seht ihr hier diesen krummen Schatten da. Ich hoffe mal, man sieht den so gut auf YouTube. Dann müsst ihr hier so ein, wo dieser Mittelteil hier, wo dieses Mittelteil ist, ein bisschen rechts davon zielen. Das heißt, wie gesagt, nochmal hier in die Ecke. Ein bisschen rechts davon auf den Schatten drauf und dann die Smoke werfen. Ihr sollt dann so aufkommen, dass ihr euch hier links neben die Kiste stellen könnt und dann den Gegner da oben, den Sniper, wegballern könnt. Und wie gesagt, das gleiche zeige ich euch mal aus der anderen Perspektive gleich. So Leute, probieren wir es mal von der anderen Seite. Wir platzieren den Bot ungefähr... Kann er so oben? Ja, kann er sehen. Ich hoffe mal, der Bot ist jetzt nicht im Weg, wenn ich die Smoke werfe. Ja, ein bisschen ab von rechts. Und dann hier als Sniper, wie seht ihr, ihr könnt da nichts sehen. Aber ihr wisst, der Typ ist da. Habe ich jetzt, ja, ich habe zu hoch gezielt. Aber der Bot kann dann von hier aus... Schön. Ja, okay, jetzt ist die Smoke schon weg. Rüberzielen. Also, so habt ihr dann halt als CT eine gute Möglichkeit. Wie gesagt, ne, wenn ihr am besten von hier kommt, geht ihr hier so unten durch und dann springt ihr vielleicht einmal hier rüber. Geht dann hier in die Ecke. Einfach hier die Smoke werfen. Und wenn hier ein Sniper noch stehen bleibt, wie gesagt, seht ihr selbst, da sieht man nichts. Der wird dann entweder verschieben, sollte der dann noch weiter nach da oben abaimen, könnt ihr den ja von da unten locker noch holen. So, kommen wir mal wieder zu einer T-Smoke. Diesmal kurz. Dafür geht ihr einfach hier die Treppen hoch, stellt euch hier in die Ecke rein. Natürlich müsst ihr auch vorher die ganzen Spots und so abchecken, aber stellt euch hier in die Ecke rein. Und dann zählt ihr hier oben. Ihr seht ja diese drei komischen, was da, Tannenbäume, was das da sind. Die drei großen. Dann müsst ihr hier in den mittleren, okay, vielleicht wenn man den mitzählt, also auf den mittleren auf jeden Fall, da unten rechts auf die Ecke zielen. Das heißt, ihr nehmt eure Granate, platziert euer, ja, Crosshair genau da auf die Ecke und dann Smoke werfen. Die wird dann davon abprallen, hier drauf landen und dann landet die auf diesem Teil. Dann habt ihr hier so eine kleine Ecke, wo ihr durchpieken könnt und sobald da einer steht, könnt ihr den wegmachen. Und sobald die Smoke dann so ein bisschen verblasst, könnt ihr auch da auf Headshot-Schräge gucken. Und sobald da einer ist, könnt ihr den dann auch wegsnipen oder vor allem oder mit der AK, je nachdem. Und dann seht ihr die Typen und könnt den dann wegsnipen. Oder man kann es auch einfach nur benutzen, um, weil es wie der Typ halt auf einer Headshot-Schräge steht oder auf A-Spot, dann kann man hier einfach die Smoke werfen. Dann eventuell, ja, keine Ahnung, irgendwie so ein Molotow dahin. Und dann kann man hier halt auch gut vorbeikommen, wenn dann hier jemand noch zum Beispiel eine zweite Smoke wirft. Dann kommt man hier schon mal gut durch, dann ist man hier schon halb auf Spot. Und das gleiche zeige ich euch dann mal von der anderen Perspektive. Stellen wir den Bot hier hin. Gehen hier in die Ecke. Werfen wir da hin. Seht ihr, man kann da nichts sehen. Wenn man hier steht, sieht man auch nichts, alles zugesmoked. Und dann sobald die Smoke, okay, jetzt hat man schon wahrscheinlich den Headshot sitzen, sobald die Smoke weg ist, sieht man dann den Bot da stehen. Jupp, das war's auch mit der Smoke. So, kommen wir nun zur Code-Smoke von den CTs. Dafür geht ihr einfach hier in die Ecke, wo diese, ja, Tür mit dem komischen Teil hier ist, geht ihr hier in die Ecke,
zielt dann da unten auf die Ecke und dann einfach die Smoke werfen. Die wird dann so aufgeben, dass ihr hier vorbeizählen könnt und dann die ganzen CTs, die da rauskommen, entweder, ja, wie hier mit der Sniper, mit der AWE wegsnipen, oder wenn ihr dann eine AK habt, dann könnt ihr einfach draufballern und die werden euch dann nicht sehen. Und das gleiche zeige ich euch dann auch mal aus der anderen Perspektive. Platzieren wir hier einen Bot. Gehen hier in die Ecke. Werfen die Smoke. Und die kommen dann halt hier um die Ecke. Und da die Smoke. Könnt ihr nichts sehen. Da sieht man halt nichts. Dann gehen die hier rum. Und in der Zeit hätten ja schon längst einen Header gefangen. Okay, ihr könnt auch ein bisschen warten. Und gucken, wie viele dann über kurz kommen. Falls sie einen Kurzpush machen, dann könnt ihr die mit eurer P90 da wegholen. Gucken wir mal nochmal. Also einfach in die Ecke. Dann da unten halt in die Ecke hinzielen. Wir platzieren den Bot jetzt mal hier ganz in die Ecke. So. Und wer sehen könnt, da seht ihr, ja okay, doch, wenn man weiß, dass da einer sitzt, ja, sieht man halt immer. Aber so könnt ihr halt ein bisschen zurückgehen, müsst euch ja nicht direkt hier an die Kante stellen. Dann könnt ihr halt ein bisschen zurückgehen und seht immer noch was. Bot, komm mal hier hin. Gucken, da in die Ecke hinwerfen. Und wenn ihr hier ein bisschen zurückgeht, dann seht ihr nichts. Und wenn wir den Bot dann hier platzieren, ich weiß nicht, ob der ein bisschen zu weit vorne ist. Ja, okay, der ist wieder ein bisschen zu weit vorne, aber ihr seht, wie die Smoke funktioniert. So, kommen wir zu einer weiteren CT-Smoke für kurz. Dafür geht ihr einfach hier auf dieses Fass drauf springen, oder müsst ihr auf das Fass drauf springen, dann einfach mit Rechtsklick die Smoke-Granate fallen lassen. Wenn ihr dann hier auf die Headshot-Schräge geht, könnt ihr hier durchaimen und den Spieler wegpicken, die da versuchen durchzupushen. Und wenn man... Na, Moment. Also gucken wir uns das Ganze von der anderen Perspektive an. Der Typ, der Bot steht hier. Wie gesagt, man kann von hier aus ungefähr hier so pieken. Und ja, einfach auf das Fass drauf. Rechtsklick, fallen lassen. Und Leute, die hier vorbeikommen, da, selbst wenn ihr euch bückt, da kann man nichts sehen. Wie gesagt, ist eine One-Way-Smoke für Headshot-Schräge für kurz. Und jetzt, wenn die Smoke schon fast weg ist oder weg ist, könnt ihr den erst sehen. Aber in der Zeit wird er euch wahrscheinlich schon gepiekt oder zumindest angehittet haben, je nachdem, was der für eine Waffe hatte. So, kommen wir zu einer anderen CT-Smoke für kurz, beziehungsweise wie man in Tunnels gucken kann. Dafür geht ihr einfach hier auf kurz. Am besten natürlich müsst ihr gucken, dass euch ein Teammate mitkommt, der euch boosten kann, oder werdet mit zwei Mann kurz geboostet. Dann kommt ihr nämlich hier um die Ecke, guckt dann hier auf dieses, ja, was ist das, direkt da auf dem Boden. Ich hoffe mal, man kann das hier auf YouTube erkennen, aber wenn ihr hier in-game seid, seht ihr das einfach an der Wand entlang. Und dann sieht man da so ein bisschen Dreck, einfach einen Rechtsklick drauf. Da muss ich ein Teammate hier oben auf diese Kisten drauf boosten. Wenn ihr dann hier drauf seid, könnt ihr dann in Tunnels reingucken. Oh, natürlich ohne runterzufallen. Und sobald die Smoke halt ein bisschen verblasst, seht ihr, da unten steht schon einer und könnt ihr dann pieken. Und ja, stellen wir uns mal den Bot hin und gucken uns das Ganze mal von der anderen Seite an. Also wie gesagt, über kurz kommen. Dann hier, zack, auf das Dreck zielen. Einfach fallen lassen. Und wenn die dann hier über Tunnels zur Mitte rauswaschen wollen, gucken die, sehen die, aha, kurz ist gesmoked. Und ihr seht, da kann man so nichts sehen. Selbst wenn man sich hier drauf stellt, da sieht man nichts. Erst wenn die Smoke hier kurz vorm Verblassen ist, könnt ihr den Typen dann sehen. So, kommen wir mal zur Alang-Smoke, diesmal wieder auf der Terroristenseite. Denn wenn man hier gerne rauspickt oder versucht hier anzupicken, steht da, wie hier zum Beispiel der Bot, gerne mal einer, und die sind vor euch wahrscheinlich da. Von daher ist es immer schwer, hier rauszukommen, wenn, vor allem wenn ihr keinen Teammate habt, der dann hier noch so drüber flashen kann, vor allem mit einer Molotow drüber flashen. Und dafür braucht ihr dann, wie gesagt, die Smoke-Granate. Stellt ihr euch einfach hier so vor die Boxen, so dass das hier halt, sag ich mal, eine Linie ungefähr ist. Dann einfach runter auf
unten ja auf die unterste Kiste, auf diese kleine Kante ziehen und dann einfach mit Rechtsklick die Granate fallen lassen. Dann wird dann hier alles zusmoken. Wenn ihr dann hier an der Wand entlang gehen könnt, geht, dann seht ihr hier den Bot und der kann euch von da aus nicht sehen. Aber jetzt zeige ich euch das Ganze nochmal aus der Perspektive von dem anderen. Ja, ungefähr, dass man halt diese Tür ungefähr nicht mehr sehen kann. Und dann unten da drauf, Rechtsklick fallen lassen. Und ihr habt den Bot da hinten in der Ecke gesehen. Seht ihr, ihr seht keine Füße, ihr seht da nichts. Gut, wenn man jetzt weiß, wie gesagt, ist halt immer die Sache. Wenn die Gegner halt die One-Way-Smoke kennen, wissen die, da steht einer, da schießen die rein und ihr seid tot. Aber wenn die Gegner halt, wie gesagt, Dings nicht die Smoke nicht kennen, dann könnt ihr den Typen, der da immer an der Ecke gammelt, schön umbringen. Jo, jetzt gibt's mal eine Alarm-Smoke für die CT-Seite. Dafür geht ihr am besten hier zwischen den beiden Autos, bis ihr hier halt ja, feststeckt, sage ich jetzt mal, und nicht mehr weiter nach vorne kommt. Dann zählt ihr hier am besten, wo hinten dieses Haus ist, auf das rechte Fenster hier. Und dann einfach nur mit dem Crosshair hochgehen, bis ihr da ungefähr hier bei diesem Mast seid. Bei dem hier. Und dann einfach, wie gesagt, hier da hochgehen, bis ihr ungefähr auf der Höhe seid. Dann werdet ihr die Smoke werfen. Die fliegt durch den Balkon, landet dann oben auf der Kiste und ihr habt den CT da vielleicht gerade gesehen. Oder den Terroristen, je nachdem ihr seid dann wahrscheinlich der CT. Und dann könnt ihr euch hier an die Seite hinstellen und dann könnt ihr hier die Füße sehen und dann könnt ihr einfach, ja, mit einer AK oder auch mit der AWP einfach hier reinschießen. Und ja, gucken wir uns das Ganze mal wie immer von der anderen Seite an. Platzieren uns hier in den Bot. Gehen dann hier in die Ecke. Wie gesagt, hier einfach bis ihr feststeckt, dann bei dem Fenster hochgehen, bis ihr auf den zwei Balken da oben seid, die Smoke werfen. Die wird dann da auf der Kiste aufkommen und wenn ihr dann hier rauspusht, seht ihr, ja okay, ihr könnt die Füße natürlich auch leicht sehen, aber der Typ hat halt einen Vorteil. Ist halt je nachdem, seht ihr, wie gerade der Smoke ist oder wie ihr gerade steht, könnt ihr das dann besser oder schlechter sehen. Aber wenn die eben mit zwei Mann lang stehen und einer die Smoke wirft, dann steht der Typ vor euch hier, weil von der Seite kann man das ja auch besser sehen. Werdet ihr auf jeden Fall, habt ihr als CT, sag ich mal, den Vorteil. Und diese Smoke kann man aber auch, ich platziere den Bot mal hier, von der Grube aus werfen. Dafür geht ihr einfach in den Pit rein, croucht, also bückt euch, und dann zählt ihr so weit es geht nach unten, bis ihr nicht mehr nach unten zielen könnt. Und dann seht ihr hier unten diesen Schatten, dann versucht ihr euer Crosshair so ein bisschen über den Schatten, also über diese Spitze hier, ein bisschen drüber, dann steht ihr wieder auf. Jetzt sieht man hier, wenn ihr auf die Wand guckt, diesen schwarzen Strich hier, den kleinen Riss oder was auch immer das sein soll. Und dann seht ihr hier oben diese Wand und ihr müsst halt versuchen, von der Wand hier so nach rechts zu gehen, bis ihr hier auf dem Strich seid. Und dann habt ihr halt ungefähr die Smoke, die müsst ihr dann ungefähr so werfen. Und wie gesagt, die ist halt ein bisschen tricky, weil die da dreimal von der Wand aufpoppt und dann bleibt die da oben liegen. Wenn ihr jetzt halt im Pit seid und die Gegner rauswaschen, dann könnt ihr hier unten halt die Füße sehen. Aber wenn der Typ dann, ja, hier steht, von hier aus könnt ihr halt nicht viel sehen, selbst wenn ihr hier gebückt geht. Erst wenn ihr hier irgendwo schon seid, aber dann sollte euch der Typ halt schon mit der AK oder mit der AWE, obwohl ich glaube, hier sind eher seltener AWE-Spiele, aber trotzdem, wenn ihr auch mit der AK hier seid, könnt ihr dann einfach, ja, draufballern, durchsprayen und, solltet ihr den dann auch platt machen. So, für die CTs gibt es noch eine Langsmoke und zwar, wenn ihr hier einfach auf den Bombenspot läuft, dann müsst ihr hier einfach in die Ecke laufen, auf den Boden gucken und die Granate werfen, normal einfach mit Linksklick und dann könnt ihr hier unten drunter gucken und die Leute alle da im Pit abballern und andersrum, wie gesagt, zeige ich euch jetzt immer, gucken, sieht der Boss hier irgendwas? Ja, so müsste der Bot passen. Wie gesagt, wenn ihr aufs Board kommt, einfach hier links in die Ecke laufen, dann auf den Boden gucken, die Smoke werfen. Und wenn ihr dann hier jemand im Pit drin steht, ihr seht da nichts. Wenn ihr hier ganz an die Seite geht, seht ihr immer noch nichts, aber da irgendwo ja, ist der Bot halt. Jupp, das war's auch mit der Smoke.